Hallo, ihr lieben Loslasser und Gefühlsklärer. Wie immer schreibe ich alles nieder, mache mir viele Gedanken, um euch das, was ich euch mitteilen möchte, so gut wie möglich und so verständlich wie möglich zu berichten. Heute geht's um das Thema der Gefühlsklärer und seine Süchte. Und wenn ich wieder stackseln oder wenn ich mich, wenn es nicht richtig rund läuft, da bitte ich euch, mir zu verzeihen. Und ich werde ab und zu wieder ein Video drehen. Wenn ich sehe, dass ich ein Thema aufgreifen kann, wo ich euch helfen darf. Und alles andere hört ihr jetzt eben die Süchte vom Gefühlsklärer. Wenn ich mit dem heutigen Stand der Dinge zu euch, ihr lieben Loslasser, spreche, so ist das für mich ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Früher habe ich in der Oberflächlichkeit gelebt, heute geht es immer tiefer in die Feinstofflichkeit. Das zu erklären, ist eine Seelenverbindung, die nur Gott zulässt und auch bestimmt für zwei Seelen, die zusammenkommen dürfen. Und so etwas ist ein göttliches Geschenk, große Dankbarkeit. In den letzten Jahren habe ich immer mehr zur Göttlichkeit gefunden und diese Verbindung zu spüren und anzunehmen, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ich da manchmal zurückblicke, was ich da für Süchte gehabt habe, ist das schon eine sehr traurige Vergangenheit. Wie ich da mit Menschen umgegangen bin, sie missbraucht habe, verarscht, angelogen und vieles mehr. Ja, so war der Karl nun mal. Und deshalb ist es auch so, so wichtig, da immer mal wieder hinzuschauen und auch zu schauen, wo und wie habe ich mich verändert. Die Veränderung zu erkennen und anzunehmen, ist das eine. Aber auch im Außen zu schauen, was kann ich tun? Menschen so zu lassen, wie sie sind. In der heutigen Zeit mit den ganzen Anspannungen und der Ellenbogengesellschaft ist das gar nicht so einfach. Da unser ganzes System aus dem Gleichgewicht gerät. Deshalb ist es so wichtig für euch selber zu schauen, was ihr euch Gutes tun könnt. Und nun wieder zu mir. Meine Süchte waren Bewegungsdrang in allen Formen. Meinen Körper gequält, geschunden, nur um Anerkennung zu bekommen, um auf dem Podium zu stehen. Oder gute Platzierungen bei sportlichen Veranstaltungen zu haben. Und natürlich auch ein toller Hecht zu sein, um bei Frauen zu landen, Bestätigung zu bekommen und vieles mehr. Aber das geschieht natürlich alles in der Oberflächlichkeit. Was für ein cooles Leben. Aber am Ende zu erkennen, doch alleine zu sein? Deshalb ist es bei mir und Sabine Michel so lange gegangen, bis ich verstanden habe, um was es wirklich geht. Da ist eine wunderbare Frau, die sich für dich interessiert,
die sich Zeit nimmt, die dir zuhört. Und ich, was habe ich gemacht? Ich konnte nicht damit umgehen, war überfordert, habe sie weggestoßen und vieles, vieles mehr. In die Einzelheiten möchte ich jetzt gar nicht reingehen, weil da habe ich schon Videos gemacht. Und deshalb mache ich jetzt hier weiter. Deshalb, ihr lieben Loslasser, daran könnt ihr erkennen, was das für ein schmerzlicher Weg von Sabine Michel war. Und als ich mich endlich entschieden habe und verstanden habe, Veränderungen anzunehmen und ich mich aufgemacht habe, auf meinen Heilungsweg zu gehen, war das für mich natürlich auch eine sehr große Herausforderung und sehr viel Arbeit. Und da bin ich immer noch jeden Tag aufs Neue daran. Was kann ich in meinem Leben neu kreieren? Was kann ich ändern? Erst einmal nur für mich alleine. Und wenn ich Neues entdecke oder Änderungen feststelle, ist dann auch meinem Lebenspartner mitzuteilen, ihn da teilhaben zu lassen. Um das geht es. Und da ist dann noch der gute Gott. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir wieder zusammenkommen. Und das war eine wunderbare Eingebung. Ich habe so oft gebeten, guter Gott, wenn Sabine Michel die richtige Frau für mich ist, lass uns wieder zusammengekommen. Und er hat mich erhört. Aber das Allerwichtigste war natürlich, und das ist jetzt wieder ein Appell an die Loslasser, hätte Sabine Michel den Heilungsweg nicht angenommen und jedes Zipfelchen geheilt, wäre das nicht gegangen, weil ich die Verbindung nicht gespürt hätte, weil ich nicht auch gespürt hätte, als wir uns über den Weg gelaufen sind. Wow, was ist mit dieser Frau passiert? Wie ihr Auftreten war, es war unbeschreiblich, wunderschön. Also ihr lieben Loslasser, egal wie euer Weg verläuft, achtet in erster Linie nur auf euch, damit ihr stabil seid und bleibt. Und das schafft ihr auch. So schafft ihr die beste Möglichkeit, in eurer Balance zu bleiben. Und wenn eure Vorsehung für euch bestimmt ist, wird euer Seelenpartner kommen. Glaubt daran. Ich möchte euch Mut machen dazu. Und da gibt es noch der gute Gott. Dem könnt ihr ja auch eure Sorgen und Nöte in die Hände legen. Und das erleichtert dann auch Anspannungen und Probleme. Und da bekommt ihr auch Hilfe. Vielleicht nicht sofort, aber wenn ihr richtig hinfühlt und das zulässt, dann werdet ihr die Verbindung zu Gott spüren und er wird euch helfen. Und wenn ihr von Sabine Michel Hilfe braucht, schaut, was sie alles anbietet.
SOS-Gespräche, 4-Schritte-Anleitung. Damit hat sie sich selber ihre Zipfelchen geheilt. Dann sind da noch die Blockadenlösungen, Coachings und vieles, vieles mehr. Sie ist so eine begnadigte und liebevolle Frau. Da findet ihr ganz bestimmt Hilfe, um euren Heilungsweg zu erleichtern. Und auch ich freue mich, wenn ihr bei mir ein Gespräch buchen möchtet. Und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich bedanke mich bei euch für euer Vertrauen. Und danke, dass ich mein Wissen und meine Erfahrungen an euch weitergeben darf. Vielen herzlichen Dank dafür. Und nun möchte ich das Video abschließen mit einem Dankeschön. Euer Karl. Bis bald.